Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video mit Call of War und wir sind hier beim Game Amerika Heimatfront. Wir haben 39 neue Frontberichte und die sehen gar nicht gut aus. Schauen wir mal. So, ich muss ja erstmal runterscrollen. So, wir haben die Forschung für die Miliz Level 1 abgeschlossen und für die Infanterie Level 1. Wir haben Gebäude Panzerwerk Level 1 fertiggestellt in Yolo, in Lynchburg, in Charlotte, in Richmond. Und in Norfolk, wir haben unseres 11. Infanterieregiment verloren gegen das 13. von North Carolina in Durham. Wir haben unser 12. Infanterieregiment verloren gegen das 14. von North Carolina in Mount A. Wir haben die Provinz Morrilville eingenommen von West Virginia, aber wir haben unser 14. Infanterieregiment durch das 9. von West Virginia in Carleton verloren. Trotzdem haben wir dann Marlton noch eingenommen. Wie auch Mount A von North Carolina, die Beute erstmal relativ bescheiden. Bei Marlton 629 Nahrung und 378 Geld. Bei Mount A 229 Geld. Und dann haben wir örtlich in Morrilville fertiggestellt. Wir haben Winchell gegen Pennsylvania verloren, genauso wie Fredericksburg. Und wir haben den Überraschungsangriff von Pennsylvania erlitten. Das war hier, glaube ich, schon relativ klar zu sehen, sonst hätten wir die zwei Provinzen nicht verloren. Dann haben wir noch Doswell verloren an Pennsylvania, Clapper, Richmond, Tupper, Charlotte, Lusa, Lovingston, Farmville, Hampton. Und wir haben noch Mount A wieder verloren und Lynchburg und Bedford und Abingdon gegen West Virginia. Und wir haben auch Appomah an Pennsylvania verloren, also wie Norfolk, Roanoke, Covington, Sachsen, Harrison, Petersburg. Und in Petersburg wurde unser 17. Infanterieregiment von der 13. Infanteriedivision von Pennsylvania zerstört. Schauen wir mal, haben wir denn überhaupt noch eine einzige witzige? Ja, okay, wir haben noch ganz wenige, würde ich sagen. Aber da ist auch unsere Provinz relativ, Moral relativ scheiße mit 12% einfach nur. Hier 11% und hier als 40% immerhin. Okay, dann müsst ihr jetzt mit mir schauen, oder was heißt, ihr müsst euch das Video ja nicht angucken. Aber jetzt schaut ihr mit mir dann mal beim Spiel zu, wo wir vollkommen mit dem Rücken zur Wand stehen. Schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas rausreißen können. Gleich noch ein neuer Frontbericht. Wow, geil, danke, wir haben es zufolge noch verloren. So, dann schauen wir mal. So, hier haben wir örtliche Industrie. Ja, stimmt, wir haben auch gar keine Stadt mehr, was jegliche Produktion möglich macht. Digga, danke, damit ist einfach nichts möglich. Aber hier sieht man halt, wir haben noch unsere ganzen Truppen hier. Die wurden tatsächlich nicht zerstört. Und das ist sehr gut, denn mit denen werden wir jetzt einen Großangriff starten. Ich weiß nicht, was passiert hier eigentlich. Pennsylvania greift Lynchburg an, das gehört uns eh nicht. Die reisen nur dahin, okay. So, schauen wir mal. Dann starten wir einen Großangriff. Ich würde sagen, Richmond war unsere Hauptstadt. Solange wir die nicht haben, ist das eh total blöd für uns. Wir versuchen, die irgendwie wiederzukriegen. Hier, unsere 19. Infanterie-Division greift die an. Unserer 16. Flugzeugkonvoi greift die an. Unsere 7. Infanterieregiment greift an. Unsere 5. Panzerwagen-Division greift an. Und dann, um dahin zu kommen, müssen wir ganz sicher hier an der 13. Infanteriedivision von Pennsylvania vorbei. Ja, stimmt, da hätte ich vielleicht mal ein paar mehr Truppen für abstellen sollen. Ja, wir versuchen es erstmal. Wir haben hier ja Panzerwagen und die sind eben 3,0, 4,5 gegen ungepanzert relativ stark. Ich schau mal, was hat denn so eine Infanterie für Werte gegen leicht gepanzert, also auch gegen Panzerwagen? Ja, die sind echt nicht so gut. Heißt, wenn wir hier, wir haben einen Panzerwagen, na immerhin, vielleicht schaffen wir es dann ja hier mal, die 13. Infanteriedivision zu überwinden. Und dann, ich würde sagen, okay, die Infanterie kümmert sich darum.
Richmond zu erobern und die Panzerwagen müssen wir dafür abstellen, die 13. Infanteriedivision zu zerstören, sonst wird das nichts und dann haben wir keine Chance. Und das 15. Infanterieregiment hilft noch ein bisschen. Genau, so, denn wir müssen erstmal wieder eine Stadt erobern, sonst können wir gleich das Spiel aufgeben und darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. So, und dann haben wir hier noch eine Grenze zu, West Virginia. Und da ist es wichtig, dass wir vielleicht noch irgendwie okay, da gibt es keine Stadt, also scheiß drauf. Dann interessiert uns das doch nicht, denn dann brauchen wir die auch nicht. Dann ist es wichtiger, jetzt erstmal wieder an Städte zu kommen. Können wir uns später drum kümmern. So, hier haben wir 2 Panzerwagen, 7 Infanterie und 2x Luftabwehr. Luftabwehr ist einfach am Anfang sowas von wichtig. Die braucht kein Mensch, hat man aber halt sowas von viel. Naja, und dann haben wir hier nochmal 5x Infanterie. Wenn die zusammen angreifen, denke ich, könnten die das 3. Infanterieregiment in Charlottesville kriegen. Das wäre vielleicht mal ganz praktisch. Dann hätten wir noch eine 2. Stadt. Wie gesagt, wir müssen nochmal produzieren, das ist ja ganz klar. Und dafür brauchen wir Städte. Das mal in diesem Spiel so. Und deshalb nützt es uns nicht, jetzt hier irgendwie auf West Virginia, auf zum Beispiel Beckley zu gehen. Oder nur hier so ganz stückweise Harrisonburg oder Staten wieder einzunehmen, sondern wir müssen halt auf Städte gehen. Und hier, das scheint nicht so gut geschützt. North Carolina scheint eher hier im Südosten auf uns gegangen zu sein. Und da haben wir auch starke Truppen. Schauen wir mal. Jetzt schaue ich mal, ob ich nicht noch irgendwelche Truppen habe. Nein, habe ich nicht. Heißt, ich habe hier keine weiteren Truppen, die ich einsetzen könnte. Und dann hoffen wir, dass West Virginia uns nicht hier überfällt bei Marlington. Und dass uns die... natürlich auch, dass uns dort nicht die Moral um die Ohren fliegt. Und dafür ist es dann natürlich mega wichtig, da eine Rekrutierungsstation stehen zu haben. Aber das dauert einfach einen Tag, 2 Stunden, 48 Minuten und 56 Sekunden, Digga. Ja, was willst du eigentlich? Und ja, Propagandabüro, was wir eigentlich brauchen, sorry für den Versprecher, das ist auch nicht kurz, dauert das nicht, aber ich brauche es trotzdem, weil wir es halt brauchen. Ergibt irgendwie den Vorteil. Dann schauen wir auch erstmal, ich bin da etwas verwirrt, weil ich jetzt ziemlich geschockt war darüber, wie scheiße es aussieht. 34.200 Geld haben wir. 16.000 Nahrung, 16.300 Waren, 18.200 Arbeitskraft, 10.600 Metall, 12.800 Öl und 8.630 Zentner Materialien. Glück, dass wir da noch ein bisschen was haben, denn ihr seht hier schon, nur plus 15 beim Geld, minus 7 sogar bei Nahrung, minus 29 bei Waren, minus 48 bei Arbeitskraft, minus 7 bei Metall und plus 32 bei Öl und minus 2 bei seltenen Materialien. Das ist einfach nur beschissen. Genau, aber natürlich, solange wir keine Städte haben, ich kann es nur betonen, können wir damit eigentlich nichts machen. Weil produzieren dafür ist es hauptsächlich wichtig. Das Einzige, was jetzt noch wir machen können, und da müssen wir halt warten, ob wir es schaffen, Städte zu erobern, ist halt hier mal zu erforschen. Wie gesagt, Luftabwehr, am Anfang sowas von scheißegal, die werden wir ganz sicher nicht erforschen. Artillerie, könnte ich mir vorstellen, ist besonders bei den kleinen Abständen zwischen den Provinzen wichtig. Und natürlich Panzer. Wir haben noch nicht mal Panzerwagen erforscht, Digga. Was ist das so? Panzerwagen auch nochmal ganz wichtig. Dauert Artillerie, dauert 1 Stunde 50 Minuten. Panzerwagen sogar nur 20 Minuten, Digga. Geil. Das ist sehr gut. Und dann, ja, hoffe ich, dass ich euch in der nächsten Folge sagen kann, wir haben mal Richmond und Charlottesville erobert. Sonst sieht es nämlich relativ scheiße aus. Wir können auch nochmal drauf gucken, wie es denn hier so bei den anderen aussieht. Naja, mega viel passiert ist jetzt noch nicht. Hier in Wyoming, da wurde von Ostmontana, glaube ich, ein bisschen was eingenommen. Genau, jetzt auch nicht sehr übertrieben viel, aber immerhin auch schon eine Stadt und davon haben wir gar keine. Also, ja, dann West Texas hat relativ viel schon von Nordmexiko oder Mexiko eingenommen, wie es auf Amerikanisch bzw. Englisch heißen würde, und eben Pennsylvania hat ganz stark expansioniert.
Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, wir müssen halt warten. Das ist immer scheiße in so Games, aber wir müssen warten, bis wir hoffentlich Städte erobert haben. Und dann können wir produzieren und versuchen, dass wir trotz jetzigen Stand Rücken zur Wand am Ende auch richtig gewinnen. Und genau, ich hoffe, ihr begleitet mich dabei. Tut mir natürlich leid, dass wir jetzt so einen scheiß Spielstand haben. Aber ich hoffe, ihr guckt euch die Videos trotzdem an. Gebt mir doch auch gern einen Kommentar ab, wie ich jetzt gut und schnell wieder es schaffen kann. Ihr dürft natürlich auch Kritik äußern. Klar, finde ich eigentlich auch gut. Nur es muss halt sachlich bleiben, sonst geht das einfach gar nicht. Und genau, dann freue ich mich, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn ihr mich abonniert. Und wie gesagt, auch gerne, wenn ihr einen sinnvollen, hilfreichen oder netten Kommentar schreibt. Und dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Vielen Dank.